Servus beinand. Heute gibt's mal ein kleines Fazit zu diesem Roof Rats Football Helm. Ich habe den schon eine ganze Weile, ich fahre den schon eine ganze Weile, habe den schon länger jetzt nicht mehr aufgehabt, darum werde ich jetzt noch mal eine Runde damit drehen, um mein Fazit so frisch wie möglich zu machen. So schaut der von vorne aus. Er hat hier so einen Kinnbügel wie bei einem Footballhelm. Den kann man, wenn man hier drauf drückt, kann man den rausklippen. Ist ein sehr bequemer Helm. Ist halt auch ein offener Helm. Ist sehr schön gearbeitet. Kostet allerdings auch sein Geld. Hat eine ECE-Norm. Ist somit überall fahrbar, ohne dass man größere Probleme kriegt. Auch in Österreich. Ich fand den immer recht cool. Bin den gerne gefahren. Ist auch schon gut gebraucht. Hat eine sehr schöne Belüftung. Aber um das Fazit nochmal so richtig aus erster Hand an euch weiterzugeben, ziehe ich ihn jetzt erstmal auf. Drehe eine kleine Runde, teste den nochmal und dann gibt es noch das finale Wort zum Sonntag von mir für euch über diesen Helm. Bis gleich. So, wieder daheim. Kleine Runde gedreht. Tja, habe schon die ganzen Vor- und Nachteile von diesem Helm alle vergessen gehabt, weil ich den einfach von der Optik wahnsinnig cool finde. Es ist nur so, wenn man ihn sich aufsetzt, dann merkt man, dass das ein riesengroßer Helm ist. Also das ist wirklich im Vergleich zu einem Bandit oder zu einem DMD, ist es ein Monster an Helm. Ist dementsprechend sicher, mit Sicherheit. Der Bügel hier vorne schützt wahrscheinlich schon das Gesicht.
wird aber so wahnsinnig viel Power nicht auffangen können, denke ich mal. Der Helm ist gut belüftet, der Verschluss ist cool, er sitzt wahnsinnig gut, er hat innen, ist der wirklich cool gefertigt. Was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Bänder hier, die laufen normalerweise hier innen raus. Ich habe die da reingesetzt, da dazwischen. Ich hoffe, man sieht es vernünftig, weil dadurch der Helm einfach nochmal ein bisschen besser sitzt. Da drückt es ihm einem das Zeug hier an die Backen hin und damit verringert sich der Abstand zwischen hier und der Sonnenbrille und man erwischt nicht so wahnsinnig viel Fliegen. Also das nur so ein kleiner Tipp, wer den Helm hat. Ich würde das so machen, dass man das hier dazwischen setzt. Ansonsten, der Spalt hier ist grundsätzlich sehr groß. Da oben ist halt noch das harte Teil, da unten ist schon das weiche Backenteil. Das heißt, man kriegt sehr viele Fliegen ab hier durch diesen Schlitz. Man kann natürlich auch kein Bubble und nichts draufsetzen. Passt auch nicht zu dem Style von diesem Helm. Aber er sammelt halt so richtig Insekten ein. Coole Optik, finde ich. Ich finde ihn nach wie vor einfach ein bisschen zu groß. Es gibt hier noch so ein Windschild dazu. Dann ist es so eine Mischung zwischen Footballhelm und Retro-Motocross-Helm. Schaut natürlich auch cool aus. Ja, das ist mein Fazit zu diesem Helm. Noch ein Punkt. Das hier bricht wahnsinnig leicht ab. Also hier diese Halterung von dem Bügel, die innere, die geht so schnell kaputt. Und das ist halt einfach schade. Das Teil hier ist Alu. Ja, doch, das ist Alu. Und das ist Plastik. Und wenn man den Helm auf dem Kopf sich zurechtrichten möchte und man fasst sich vorne in das Gitter rein und bewegt den, dann ist es fast schon so weit, dass man diese Teile hier ausreißt. Das ist halt ziemlich schade. Ansonsten, schöner Helm, aber macht halt einen Riesenkopf. Ja, das war's als Fazit zu diesem Helm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gibt's mir doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir Kommentare, schreibt mir eure Meinung rein, sagt mir, wer auch diesen Helm hat, wer auch dieses Problem hat. Ansonsten fahrt vorsichtig und wir sehen uns auf der Straße.